Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. So Leute, wir kommen zur nächsten Story-Mission, zur Karriere-Mission. Und zwar Ahorn Blood Wildtierpark. Wie ihr seht, ich habe es schon einmal angefangen am Dienstag, als das Spiel rauskam. Ich habe kläglich versagt, wie ich versagt habe. Das seht ihr jetzt nochmal ganz kurz zusammengecuttet. Und dann fangen wir den Park gleich nochmal neu an. Denn ich habe so Ehrgeiz, da Gold zu schaffen. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Okay, bis gleich. Oh, sieht voll schön aus. Mit Bergen und Flüssen. Jetzt müsste da noch so eine Lachsforelle springen. Oh, das ist doch perfekt auch für ein Gehege. Oh, hier ist auch noch alles Gehege. Uff. Ich glaube, den Berg, den werden wir komplett wegmachen. Ich weiß halt nicht, was man für Gold noch braucht. Wie viel Platz. Aber wisst ihr, was ich geil finde? Diesen Weg. Und den werden wir auch benutzen. Einmal hier lang. Zack, zack. Da machen wir hier ein Gehege hin. Dann geht's hier weiter. Zack, zack. Da machen wir hier ein Gehege hin. So, dann geht's hier weiter. Dann können wir hier ein Gehege hin machen. Hier weiter. Da nutzen wir auf jeden Fall das Wasser hier. Und dann hier wieder runter. Ja, guck mal, so ein Greis. Das ist doch super. Hier wieder ein Gehege hin. Und hier ein Gehege hin. Man könnte natürlich jetzt auch noch Brücken bauen hier rüber. Hier auch noch ein Gehege machen. Vielleicht hier noch eine Insel. Ah, oh, Leute, ich hab schon wieder so Bock. Ich hab schon wieder so Kopfkino. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen, wie ich hier schon wieder rumspinne. Aber wir werden tatsächlich dann als Weg... Ich muss nur gucken, wir haben nur 80.000, Leute. Wir haben nur 80.000. Das ist nicht viel. Wir werden als Weg aber tatsächlich... Würde ich gerne diesen... Hier, den einfach beibehalten. Diesen quasi natürlichen Weg. Weil das passt einfach am besten zu dem Zoo. Und es ist ja hier auch vorgegeben. Von daher, weil Bärengehege wäre natürlich hier oben fett. Hier so mit so einer Höhle noch.
Spieler auf Besuch. Tier entkommen? Hä? Wo entkommt der scheiß Bär? Entkommt der mir hier? Warte mal, Gehege. Was? Erlaufbarer Fluchtpunkt. Guck mal, der klettert wieder zurück. Alter, was? Wie nett ist er denn? Okay, das heißt, ich brauche hier einen Zaun. Alter! Wie nett der ist! So, jetzt die Frage, wie wir noch schnell Geld generieren. Halt, auf jeden Fall Toilette nicht umsonst. Ein Euro! Bisschen teuer, wa? Aber egal. Warum sind die hier alle nicht, Kein Wunder, dass ich kein Geld mache. Sind da keine Verkäufer, oder was? Machen die gerade alle Pause? Muss ich Ersatzverkäufer hier? Ja, guck mal da, der hat gerade Pause gemacht. Ich werde mal zwei Ersatzverkäufer machen. Ich meine, kostet mich wieder Geld, aber besser, als wenn die ganze Zeit die Dinger leer sind. Guck mal, jetzt gehen sie auch kaufen. Aber ich kann ja nichts mehr kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Darlehen aufnehme... Ach, Leute, 5000. 5000 nur? Da komme ich niemals plus. Alter. Jetzt habe ich mir schon beide Kredite genommen und komme niemals plus. Ich hätte gedacht auch tatsächlich, dass das einfacher ist. Das sah am Anfang noch so gut aus. Eieiei. Alles verkackt. So. Ja, wie ihr gesehen habt, gnadenlos untergegangen. Am Anfang sah es so gut aus, aber dann... Aber jetzt werde ich einiges anders machen. Ich habe das schon in meinem Kopf zurechtgelegt. Und deswegen neu starten. Und los geht's mit dem Wildtierpark. Beim ersten Mal, würde ich sagen, habe ich einfach zu groß gedacht. Ich habe zu weit auseinander gebaut. Deswegen, wir werden jetzt schön alles ganz knapp bauen. Also ganz knapp am Eingang auch. Neue Gehege und so. Und nicht so weit auseinander. Damit die ja nichts zu meckern haben. Und nochmal kleine Schleichwerbung. Nach deiner großartigen Arbeit in China habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Danke. Und leider auch eine schlechte. Oha. Die gute Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Oh, die schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Dieses Mal wirst du außerdem auf dich allein gestellt sein. Nancy kann dir nicht mehr helfen, aber sie wünscht dir viel Glück. Eigentlich ist es also eher eine gute, eine noch bessere und eine etwas schlechtere Neuigkeit. Das ist deine Chance, dich wirklich zu beweisen. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Gehegen und jede Menge Gäste, die sie sich anschauen. Außerdem sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und die Tiere natürlich ebenfalls. Oh, ach ja. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften, damit wir an anderen Standorten unsere wichtige Arbeit fortsetzen können. Damit dürftest du erst einmal eine Weile beschäftigt sein. Das stimmt. Ich schaue dann später mal vorbei. Viel Glück. Beim ersten Mal haben wir 2,5 Stunden gemacht, bis wir dann mitbekommen haben, okay, verkackt. So, erstmal pausieren. 5. Februar im ersten Jahr. Und wir legen los, Leute, wir legen los. Beim letzten Mal, wie ihr es ja gesehen habt, hatte ich hier oben ein Gehege, hier ein Gehege und hier unten ein Gehege. Und es war einfach, nicht so schlau, weil, ja, der war zu weit auseinandergezogen. Alleine diese Schlängellinie hier hoch fanden die Leute schon ätzend. Und deswegen werden wir jetzt alles ganz knapp und kompakt erstmal hier unten bauen und gar nicht in die Richtung nach da oben gehen. Was ich immer noch sehr, sehr krass finde, weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber dass man halt immer noch das Gehege nicht ändern kann. Schade. So, das bedeutet, wir fangen an mit Barrieren und dann ohne. Lege ein Umriss des Geheges fest, für die keine Barriere gebraucht wird. Ah, ich habe es gefunden, Markus. Sehr schön. Das ist, wenn man zum Beispiel
oben am Berg zum Beispiel keine Barriere braucht. Dann kann man die nehmen, die ist auch umsonst. Das ist eigentlich ganz geil. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit Glas. Und zwar das erste Gehege. Da kommt noch was Kleines rein. Das werden wir erstmal hier hin machen. Wir müssen mal gucken, wir machen das wieder auf 7 oder 6. Sagen wir mal 7. Und dann bin ich jetzt sehr ehrgeizig, diesen Park endlich zu schaffen, weil beim ersten Mal ja, wie gesagt, hey, ich habe doch Glas gedrückt. Ganz schön verkackt beim ersten Mal. So, einmal Glas bitte. So, jetzt. Aber da würde ich es ganz geil finden, wenn wir dann, zack. Guck mal, da hat man nicht die ganzen Streben da dazwischen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Dann gehen wir auch ein Stückchen noch darüber, aber nicht so viel. Nur, dass sie so ein bisschen Wasser halt auch haben. So, ja, obwohl, wartet, rückgängig. Auf jeden Fall will ich es jetzt alles ein bisschen kompakter bauen. So, und dann machen wir weiter hier mit den... mit dem Holzzaun, aber da können wir auch wieder längere nehmen. Okay. 10. Da können wir echt ganz lange nehmen. 20, das passt doch. Zack. Dann haben die da auch Wasser gleich noch mit. Da machen wir wieder kurz auf. So, bis dahin. Wobei, wir nehmen mal die Blümchen da noch mit. Die meisten Tiere mögen das ja, beziehungsweise können das ab. Mal so durch. Ich klaue mir das dann nachher eh wieder für ein bisschen Deko. So, dann müssen wir nochmal gucken. Die Wärter. Wo lasse ich die rein? Vielleicht hier an der Seite. Gehege. So. Hallo Gonse, herzlich willkommen. Im Stream. So, Barriere. Hölzernes Gehegetor. Kostet. Ich habe heute noch gar nicht geguckt. Ja, die machen halt die mal die hier. So. Ja, das sieht doch. Da passt das. Hä? Doof, das hat doch gerade gepasst. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Achso, es ist schon da. Ah. So, dann greifen wir uns das Ganze wieder. Die Deko hier. So ein bisschen aufpassen. Wenn man die in die Luft setzt, sieht das ziemlich dämlich aus. Puff. Dann nochmal. Bewegen. Und das kann erstmal so bleiben. Da machen wir jetzt einen Mitarbeitergang. Beziehungsweise machen wir erstmal den normalen Gang. Beim ersten Mal hatte ich den Gang hier. Ein natürlicher Weg, der dein Gelände mit unterbrochenen Begrenzungen unterteilt. Der wurde aber nach einer Zeit wieder bewachsen. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Ein natürlicher Weg mit unterbrochen. Ach so. Wo ist da jetzt der Unterschied? Ein natürlicher Weg mit unterbrochener Begrenzung. Ein natürlicher Weg, der dein Gelände mit unterbrochener Begrenzung... Zeig mal. Nur mal kurz gucken. Achso, der macht halt nicht so einen Dreck. Der lässt halt den Untergrund so, wie er ist. Und der hier, der macht direkt da so einen Weg hin. Aber der ist dann mit der Zeit halt zugewachsen. Und das fand ich halt nicht so geil. Das fand ich halt nicht so geil. Deswegen, wir machen mal einen richtigen Weg. Wir machen mal einen richtigen Weg. Wir suchen uns einen tollen aus, den hier nehmen. Guck mal, rustikaler, den hatte ich sonst auch immer. Oder hier gibt es auch, guck mal, Baumrindenweg. Ich meine, das ist ja hier eh alles hier so vom Terrain her so ein bisschen waldmäßig angehaucht. Baumscheibenweg. Oder wir nehmen halt den... Holzhüttenbretter. Ist da jetzt der Unterschied? Vertikal, horizontal. Wir machen den hier. Ja, wir nehmen den mal. So. Dreimal Weg. Am Raster ausrichten. Machen wir so. Und dann wollen wir natürlich den fetten haben. Hey. Machen wir auch 8, müsste reichen.
hatte, glaube ich, immer 8. Das ist aber nicht 8. Das ist 8? Ne, das ist 8, guck mal. Warum kann man denn 8 nicht am Raster ausrichten? Na egal, guck mal, aber so geht's eigentlich. Ja, so geht. Ist zwar schon ziemlich fett. Ich weiß nicht, ob ich die... Ich glaube, finde ich den cooler. Wir nehmen den. Der sieht einfach freundlicher aus. Lässt du los? So. Schön am Gelände hier, am Gehege vorbei. Nur Länge 1 nur. Ich glaube, ein bisschen länger. Guck mal, die Treppe, war die automatisch schon mit dem? Ansonsten haben wir den richtigen ausgewählt, auf jeden Fall, schon mal. So, dann Mitarbeiterweg. Ich werde mich natürlich jetzt auch ein bisschen beeilen hier, Leute. Nehmen wir mal den. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist auch wieder so ein großes Gehege. Da muss ich gucken, was ich da reinsetze. Weil eigentlich brauche ich das. Hallo Marco, was geht? Das ist wieder so ein großes Gehege. Da muss ich wieder aufpassen, auf jeden Fall. So. Und dann, das nächste Gehege. Da werden wir... Warte mal, erst machen wir den Weg. Den hatte ich. Den nächsten Weg. Da werden wir wieder dieses Durchlaufgehege machen. Das fand ich ganz geil. Das finde ich ganz nice. Ich muss mal gucken... Ja, hier so vorher. Kann sie hier abbiegen. Ja, ich sag mal so, erstmal. So erstmal. Und dann bauen wir nämlich... Überleg gerade, ist das... Achso, ja doch, nee, das ist ja das komplette... Das ist ja das komplette. Jetzt muss ich kurz überlegen. Schmalen Gang oder... Ne, wir machen hier den Eingang. Dann haben die kein Wasser, obwohl das reicht, das Wasser reicht. So, Gehege. Quatsch, nicht Gehege, sondern Glas. Wie gesagt, ich werde das jetzt auch nicht so extrem schön bauen, weil... Das A Zeit kostet und B ist man hier wieder, dann weiß man nicht, geht das jetzt? Kommt das hin? Dann braucht man hier, verschleudert man hier übelst viel Zeit und weiß gar nicht, ob das hinhaut. Ich finde nämlich, bei dem Spiel tatsächlich ist es gar nicht so einfach. Weil da hinten können wir eigentlich die Wand nehmen. So, kriege ich da genauso viel, wie wenn ich rückgängig mache? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, bei dem Spiel ist es gar nicht so einfach, ins Plus zu kommen, irgendwie. Frag mich nicht, warum. Wäre mich zu dumm dafür oder keine Ahnung. So, dann Gehegeeingang für den Wärter. Machen wir auch hier hinter. So. Und dann wollen wir auf jeden Fall, machen wir da ein Gehege mit Durchlaufen. Durchlaufen. Das bedeutet, dass wir irgendwie Gäste-Dingsbums. Gehege, Gästetor da. Muss ich jetzt tatsächlich den Weg hier wieder wegmachen? Okay. Dann geh die Barriere. Gästetor. So. Und dann machen wir den Weg hier wieder vollständig. 8 hat er noch. Jetzt bestimmt richtig scheiße. Geht da eigentlich bis auf die Kante da, aber ist mir jetzt gerade tatsächlich egal, Leute. Das ist mir gerade sowas von egal. Irgendwann wird es natürlich nach da oben hin weitergehen, aber das lasse ich erstmal. So, dann können wir nämlich hier noch was hinstellen, Fressbuden oder so. Müssen wir mal gucken.
Oder Souvenirladen oder sowas. Dann brauchen wir wieder Weg. Mitarbeiterweg. Hat den gesagt. Schmal. Aber hier ein bisschen versteckt. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Den machen wir hier mit hin. Ja, wartet mal. Ich habe eine Idee. Toll. So. Bäume nehme ich natürlich noch weg. Keine Angst. Aber dann kann ich da nämlich die Futterhütte hinstellen. Bisschen Sichtschutz machen hier. Halt, das wollte ich gar nicht. Ja, das machen wir. Stellen wir da die Futterhütte hin. So, das bedeutet Einrichtung, Personal, Futterhütte. Wie gesagt, wieder auch die, nämlich die, die nicht nichts ringsherum haben. Die sehen zwar nicht hübsch aus, ich weiß, aber... So, wir stellen zwei hin, nämlich für hier drüben mit. Die sehen nicht hübsch aus, aber ich kann es nicht ändern, Leute. Die kosten sonst zu viel. Das kann man machen, wenn man im unbegrenzten Modus spielt oder wenn der Park schon gut läuft. Aber wir können ja hier so ein bisschen das verstecken vor den Leuten, die da reinkommen. So, hier ist noch ein Baum im Weg. Und hier vorne war noch eine Lücke. So. Eigentlich wollte ich nicht Deko machen, aber wir machen es jetzt kurz. So. Ich meine, dann sieht es nicht so kacke vom Weg aus aus. So. Hier kommt auf jeden Fall der Weg rein mit der unbegrenzten Dingsbums hier. Mit dem. Die Frage ist, wie breit? 6. Bisschen breit, wir lassen 4. So. Ah, das geht noch hübscher. Da bin ich wieder ein bisschen penibel, aber das muss noch hübscher. Weg. Bisschen größer machen, dann kriegt man es geschmeidiger hin. Beziehungsweise geht nicht, wartet. Nee, Raster wäre kacke. Ah, ich krieg's jetzt nicht besser hin. Egal, das bleibt jetzt so. So.